Moin, meine lieben Zockerstachel. Willkommen zu einer neuen Folge Story of Seasons. Einmal noch mal kurz was in eigener Sache. Für die Leute, die nicht auf Discord sind, ich habe die letzte Folge 5 Folgen Story of Seasons hochgeladen. Das werde ich auch erstmal so beibelassen. Mache ich auch diese Woche. Ja, und wer gerne so eine Infos immer haben möchte, kommt einfach auf meinen Discord-Server. Ihr findet unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Discord-Server. Und falls irgendjemand Bock hat, mich zu unterstützen, dann könnt ihr auch gerne in die Videobeschreibung gucken. Dort findet ihr einen PayPal-Link über ein kleines Trinkgeld, würde ich mich freuen. Vielen Dank im Voraus schon mal. Und wenn ihr dann sogar noch euren Nickname oder Namen dazu schreibt und welches Spiel ihr schaut, kann ich euch in dem Spiel auch gerne grüßen, wenn ihr das möchtet. Nein, hier kann ich natürlich noch nichts. Ach so, und es sind noch so viele Leute ohne Abo, die meine Videos gucken. Mittlerweile hat sich das aber das Blatt ein bisschen gewendet. Vorher waren es immer noch über 50%. Mittlerweile sind es nur noch so 48% der Leute, die meine Videos schauen, noch kein Abo dagelassen haben. Bitte lasst mir doch ein Abo da, das hilft mir so weiter. Und ist kostenlos für euch. Kostet nichts. Aber für mich, um auf YouTube weiterzukommen und vielleicht auch zu wachsen, wäre das halt mega geil. So. Ziegel? Haben wir keinen neuen Ziegel gemacht? Doch, haben wir. Da habe ich noch was vergessen. So, jetzt fehlen mir nur noch die 30 Silberbarren. Dann können wir das Haus aufwerten. Da können wir schon mal für das nächste sparen. Das machen wir aber, nachdem wir uns um die Tiere gekümmert haben. Jetzt haben wir wieder 4 Eier. Diese. Oh, wir können ja jetzt auch mal die poppen lassen, also Zuchtgedöns mal machen, ne? Für heute habt ihr noch. Können wir natürlich gleich nochmal in die Stadt gehen. Und das mal austesten. Gemein, dass sie im Moment hier nicht raus können, ne? Aber mal gucken, ob wir das Alpaka noch mal finden. Dann können wir auch noch mal gucken, fällt mir gerade ein. Was noch mal dieser Steinlaterne können wir bauen. Sehr cool. Das ist der Futterautomat. Der kostet jetzt auch nicht so viel. Wo war denn der Scheiß? Da. 10, 5... Ach ja, diese Rohedelsteine. Lege ein Edelstein ein, warte kurz und voila, du kannst bis zu 20 gleichzeitig davon haben. Aber dafür brauche ich ja immer noch dieses eine andere Ding da.
Blutsfertiger, Essenzfertiger. Ah, kann ich auch Blumen reinlegen? Bin ich auch sowas wie Glasfertiger oder so? Joghurtfertiger, Farbstoff haben wir, Ziegelstein haben wir, Pulver, Kaffeebohnen und Kakao, ja, haben wir ja noch gar nicht, Barrenfertiger. Eine Glas können wir einmal so herstellen, ne? War das nicht so? Könnten wir vielleicht nochmal so ein Samenfertiger, wollen wir jetzt auch noch einen Essenzfertiger machen? Ach, später. Kümmern wir uns mal eben um das nächste Projekt schon mal. Das muss, glaube ich, erstmal würde ich gerne das Silo machen. Auch wenn ich jetzt das Pferd und so einfangen würde, gerne. Da ist es. Du hast keinen Platz für dieses Tier. Alles klar. Das kann ich verstehen. Kommt auch in den Stall. Aber ich würde, glaube ich, ganz gerne erst dieses Silo hier fertig bauen. Okay. Machen wir mal eben hier. Silo. 20 Ziegelsteine. 10 Silber. Da gucken wir doch mal nach, ne? So, jetzt wollte ich auch mal wieder Farbe machen, hatte ich gesagt. Jo, mein kleines Alpaka. Alpaka. Das erste nenne ich Alfred. Ist es denn überhaupt ein Männchen? Kann ich das sehen? Ach, das sind alles Kräuterblumen, ne? Gut. Habe ich das auch mal geschnallt. Den Kram da rein. Und hier. Oh, das mit den Fertigern ist nicht die beste Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Eisig Ziegelstein, das dauert auch noch ein bisschen. Da ist es auch nicht so schlimm. Wenn wir dafür die Silberbarren noch nicht haben. So. Hartholz. Wie ich es hier gar nicht mehr brauche gerade, ne? Dann kann das erstmal wieder normal hier weggedingselt werden. So, Hartholz kann auch erstmal weg. Wir machen danach wieder Biegsames. Gehen wir nochmal einmal ins Museum.
sonst haben wir ja ein bisschen was. So, was mit Ernte? Nichts. Und wir brauchen noch mal 8-mal was Neues. Machen wir, ne? Ach, der Geist. Du bist wieder hier, um mich zu sehen. Aber was willst du von mir? Wer ist da? Du bist nicht wirklich. Wir haben auf dich gewartet. Wir geben dir unsere Energie. Wow. Das Licht. Du hast den Erdgnomen geholfen, oder nicht? Sieh nur, die Erdgnome schätzen dich sehr. Du kannst Gnompunkte, die für das Finden von Arbeitergnomen erhältst, am Schrein gegen Segen tauschen. Verdiene eine bestimmte Anzahl von Punkten, um neuen Segen freizuschalten. Aber was bringt mir der Segen? Ich war es. Ich. Geiler Titel. Bloß niemanden anderen die Chance geben, dass er sich die Lorbeeren dafür abholen. Das Dorf ist gerade erst warm. Wir können tonnenweise mehr Touristen anlocken. Ja, ich bin noch dabei, Mäuschen. Aber nebenbei habe ich auch noch eine Farm. Komische Gnome. Hier ist viel Arbeit. Oh Gott. Dass man nicht mehrere Sachen auswählen kann. Bronze-Dorfmedaille. Okay. Oh. Ringgeld. Eisenbarren. Oh. Silber wäre schöner gewesen, aber... Ein Juwelenring. Boah, den kriegt die Alte. Oh. Ja, ich will immer mehr begutachten lassen. Na klar. Hartes Bauholz. Oh. Verstehe mal, wie hartes Bauholz in diesen Sack passt. Noch ein Juwelenring. Wow. Flexibler Stoff. Oh. Ambra. Hatten wir auch schon. Oh. Zwei Sachen haben wir noch. Dorfmedaille, ist ja nur Müll hier. Schade. Bernstein hat man noch nicht. Ja. Das Olivingen weiterbringt. Guck mal, dann schenke ich der Alten jetzt einen Ring noch. Hey!
Du hast noch viel zu erledigen. Alles klar. Ja, überreichen. Mhm. Danke, die liebe ich schon seit meiner Kindheit. Ja, das kennen wir ja. Geschenk ist voll. Das ist gut. Ich krieg dich. Ich krieg dich, Lady. Schmeiß ich dich auf mein Bett und dann... Machen wir zärtlich Liebe. Nein, ich brauch doch Samen. So, ich will mal gucken, nochmal so Lebensmittelladen. Da steht ja auch immer, dass es so viel Neues gibt. Guck mal, was der Kleine für mich hat. Normal. Was haben wir denn? Kartoffeln, Zwiebeln, Zucchini, Kürbis, Mais, Tomate. Also im Endeffekt alles, was wir mal angepflanzt haben, so... Nein, nicht ganz. Wir kriegen sogar... Oh, wir kriegen sogar Honig. Sami-Krabbe und... Boah. Bei dem kriegen wir auch schon so ordentlich was. Ich wollte noch mal eben ganz kurz ins Rathaus. Mal gucken, ob da irgendwas Neues. Zu den Gnomen müssen wir auch noch mal. Die wollten ja irgendwie irgendwas für uns suchen, bringen. Keine Ahnung. Wollte ich mir eigentlich auch noch mal angucken. So, Alpaka-Wolle haben wir noch nicht. Berühmter Schürfer. Gold. Hilft dem Geist, seine wahre Form wieder zu erlangen. Geil. Da gehen wir jetzt auch nochmal eben hin. Wenn wir nochmal hier sind, ne? Na, Uschi? Segen empfangen. Steigert die maximale Ausdauer. Immer oder nur kurz? Steigert die Feldstufe deines Hofes. Jetzt kannst du hochwertigere Pflanzen anbauen. Ha! Ermöglicht die Freundschaft mit einem Feldgnom. Ermöglicht die Anglergnom mit einem Kochgnom. Ich mach das mal mit der Ausdauer. Maximale Ausdauer um 2 Punkte erhöht. Pflegergnom, Reisegnom. Reisegnom oder Pflegegnom? Pflegergnom. Ist erstmal okay. Sie Olle, kann ich mit dir reden? Diese Beschreibung, bevor ich in meinen Schlaf fiel, stand hier etwas Ähnliches. Toll, toll, toll. Oh, sie machen alle zu. Müssen wir eh wieder nach Haus. Mal reinhauen, die Eier.
Die Butter, den Käse. Nein, aus der Wolle machen wir Garn. Dann warten wir nochmal hier kurz. Viel mehr biegsames Holz haben wir auch gleich gar nicht mehr. Ist auch echt teuer, ne? Das ist Silberkram hier. Kann ich mir eigentlich schon mal das Hartholz da wieder rausholen? Mhm. Oh. Und das andere Hartholz da rein. Und das Silber muss hier. Zwei Tage wird es wohl noch dauern, bis wir ja das zusammen haben. Jetzt nochmal machen könnte, ist, noch ist der Tag nicht um. Hier kurz mal ein bisschen aufräumen. Noch mal ein bisschen Weg bauen. Den Weg jetzt. Ist denn weniger Platz zum Bäume wachsen haben? Oder ich mache es dreifach breit, hier auf jeden Fall. Das könnte man auch machen. So, Moment. Das ganze verfickte Wasser hier. Yeah.
Da darf ich nicht mehr. Weiter noch. So. Einrichtung abbauen. Abbauen. Ich möchte. So, dann kann hier noch ein Feld hin und da noch ein Feld hin. Dann ist das nochmal ein bisschen größer. Weil dann müssen die Bäume hier aber nochmal weg. Denke ich mal. Die werfen mir jetzt ja eh nichts ab. Weil ich ja ein Idiot bin. So. Gut. Dann würde ich sagen, ernten. Hab ich gleich gesehen. Ob heute schon nach 12 ist oder was? Voll spät, weil ich mich jetzt hier voll in meiner... Essen, 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 essen. Nichts mehr ernten, okay. Das nochmal schnell verticken. Und ins Bett. Hier nochmal schnell... Holz auch mal. Ach, schon wieder bald kein Silber mehr, ey. Das ist so teuer. Warum ist das so teuer? Haben wir da noch was? Nein. Nur noch einmal Milch. Rest mache ich morgen. Muss pennen gehen. Unbedingt. Für heute erstmal Schlaf. Schon morgen wieder. So, liebe Leute. Wir haben. Oh, guck mal, 13 Scheine haben wir gemacht. Wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine lieben Stachel. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne.